Ja, hallöchen zusammen zum nächsten Part. Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam Rot mit Sebi. Morgen! Was geht? Wir sind hier in diesem komischen Berg und haben verdammt nochmal Angst. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier alles gespeichert habe und keine Ahnung, speichern tue ich sowieso nicht, okay. Und dann gehen wir mal weiter und werden dabei voll verrecken bestimmt oder sowas. So. Donnerberggipfel. Bam, bam, bam. Das Design sieht schon mal ziemlich cool aus, finde ich. Ja. So Ja, sieht's aus. das ist nice, aber die Synchros gravieren von Arsch. Das ist natürlich für einen Arsch. So. Aber du hast einen Fa fucking Fucano gerappt. Also von daher ne, ist das auch ganz nett. Na, geht. Ja, das hätte ich uns anschließen können. Das ist zwar schon Feuer-Pokémon, aber Vulkane wäre cool. Fucano wäre fucking badass, Mann. Das Ding haut so rein. Also Votense wäre auch cool, das ist auf jeden Fall stärker als unser Magnetilo. Ja, das stimmt. Also die wären alle eigentlich ganz praktisch. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir dieses. Oh, ein Ampharos. Egal was wir fangen, wir werden es wahrscheinlich nicht mitnehmen, ist das Problem. So, komm mal her. Ja. Vor allem, wir fangen ja keine Pokémon Ja, trotzdem, du weißt, wie ich das meine. Na, oder komm. so. Ich stelle mir das gerade vor. Glumanda wirft Pokéball. Hey, Glumanda hat dies und das gefangen. Ja, das ist total logisch. Und dann läuft Glumanda so mit irgendwelchen Pokébällen am Gürtel rum. Jupp. Ja. Jetzt sind wir komplett durch. Ja, so sieht's aus. Ja. Welcher Gürtel? Gürtel? Welcher Gürtel? Ja, Was eben, soll ich? eben, eben. What? Das ging jetzt schnell. Ja, dass die dann die Gipfel gehen immer nur bis E3. Oh, Hätte ich oh. vielleicht sagen sollen. Hier ist der Ja, Gipfel! richtig. Aber ich glaube, ich bin gerade wieder asynchron, oder? Ja. Hey, Zapdos, wo versteckst du dich? Es. Zapdos versteckt sich. Ja, ist klar. Es geht, ne? Los, zeig dich! Du. Hier. Okay, also. Badass-Junkie. Doch, jetzt scheint es zu dauern, oder was? Ja, scheinbar. Okay, dann übernehme ich jetzt mal eben wieder. Wir sind hier, um Tangulus zu retten. Los, zeig dich! Giao! Ah! Ich habe euch gewarnt. Hä? Er ist weggerannt. Warum nicht? Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Deine Mama kennt keine Gnade. So richtig, ey. Ich hab überhaupt keine Angst. Jetzt geht's gerade wieder, glaube ich. Ehrlich? Sag an, dann mach weiter. Hey, Zapdos, lass Tangulus gehen. Da ist Jason nah dran, das gefällt mir gar nicht irgendwie. Ein Pokémon-Retterteam, genau das sind wir. Gute Idee. Ich höre große Entschlossenheit aus euren Worten. Also stellt euch meinem enormen und gerechten Zorn. Bam, 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 bam. Dom, Ich glaube, du dom, musst jetzt dom. einen Schritt. Ich glaube, du musst jetzt jemand Schritt nach vorne gehen, weil sonst rappt das Ding nicht einfach nur weg. Und das Habe wäre wahrscheinlich nicht ich so auch geil. so ein bisschen die Angst? Nicht sterben. Wow! Scheiße. Wow! Das Ding hat schon einfach klar gewonnen. Das nenne ich Ja, jetzt das ist. krass. Das ist hart, ja. Gut, aber wir sind jetzt hier wieder auf dieser Ebene. Das Ich ist weiß auch ja. nicht, ob das so gut ist, weil eigentlich, naja, viel bringt du das es auch nicht. Wollen wir sonst sagen, komm, wir erkunden sonst alle Ebenen, also die gesamte Ebene jetzt? Oder? Ja, würde schon sagen, vielleicht trainieren wir noch ein bisschen. Kriegen wir da schon ein bisschen Training hier oder so? Ja, das wäre wahrscheinlich ganz nett. So, komm, jetzt Vulcano und so erledigen. Weil ich hab Flash. da nichts. Jetzt benutzt doch mal fucking Glut, Junge. Los, benutzt Glut. Treff fucking Glut. Los. Geht doch. Oh mein Gott, dein, Shigi macht gerade nicht das, was es soll, ne? Also das finde ich unglaublich. Schäm dich. Ja? Oh. Tja, so sieht's aus. Genauso und nicht anders. Ich verstehe nicht, was mit dieser scheiß Synchro los ist, das regt mich gerade auf. Das hat mich letztes Mal schon aufgeregt, das regt mich die ganze Zeit schon auf. Ja, so sieht's aus. Das ist auch scheiße leicht. Ja, Tom. Wir müssen da mal einen Weg finden, weil so will ich das Let's Play jetzt eigentlich hier nicht so beenden. Bis zum Ich Ende weiß nicht, durchziehen. das ist schon ein bisschen blöd, klar, aber ich wüsste jetzt auch keine Möglichkeit, die wirklich da gut für funktioniert, ist das Problem. Ich komme zu dir. Ja, klar, mal eben, ne? Ich meine, läuft. Mal eben. Gott, hier ist ja nix. Gar nicht. Ich will ja Ich Items suchen. brenne. Hä? Ich brenne. Ja, das ist toll für dich. Dann brenn mal schön weiter. Finde ich nicht lustig. Das ist mir egal, wie lustig du das findest. Das sieht aus, hätte ich Haare. Das sieht aus, hätte ich Haare. Puh. Voll den Irokesen und so einen komischen Scheiß. Ja, Einen ziemlich vor allem, weil das. komischen. Ah.
Ich benutze jedes Mal irgendwie Select oder was das ist. Ich weiß zwar nicht wieso, aber hey. Hey, so, da kann ich Select benutzen. So. Wir haben kein Geld. Ist das wichtig gerade? Ist mir gerade nur aufgefallen. Ich halte es für relativ, also von daher egal. So. Way, weiter geht's. Und hier hoch. Und da lang. Und da. Way. Yay. Gib mir einen fucking Anlaufpunkt für. Ah, das ist ein Skorkler. Da gehe ich. Na toll. Ich will mich nicht mit diesem Pokémon anlegen. Ich hasse es. Ehrlich, ich hasse dieses Biest. Oh Gott. Ich sollte mich jetzt, glaube ich, mal da vorstellen, eben eiskalt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich werde gleich wieder geraped. Das gefällt mir nicht. Das habe ich auch so gerade das Gefühl. Aber du hast das gut reingehauen. Gott, ich gebe dir eine Dings, ey. Das ist nicht gut. Ah! Gnarf, ich bin da zu blöd gerade für. Aber ich habe jetzt auch keine Beeren dagegen. Du mal frage, ja, Beere, was bringt das? Brandstatus. Ja, das ist doch gut. Das suchen wir doch eigentlich. Na komm. Geben. Sebi. So. Ist Fragerbeere und... Ja, das ist gut. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie schnell zusehen, dass wir möglichst viele HP kriegen, bevor wir den nächsten Gegner treffen oder sowas. Yep. Okay, da ist schon der nächste. Na super, okay, dann gehe ich weiter direkt. Geh weg, Fokuan, geh weg! Ja, ehrlich, hässliches Dingsbums halt, ne? Unmöglich. Sehe ich nicht ein, dass ich mich mit dem anlegen soll jetzt hier oder was. Irgendwas muss gerade passiert sein. Wieso? Irgendwo, bei hier oder bei mir. Die Synchro ist gerade komplett da. Na toll, jetzt bist du tot. Ah, nein! Das ist ja voll für'n Arsch. Aha. Ja, wir hätten echt doch trainieren sollen vor dem scheiß Gipfel. Glaube ich auch. Ich weiß nicht, gehen wir jetzt einfach zurück oder was und machen ein paar normale Rettungsjobs oder was machen wir? Es läuft nicht gut für uns, aber wir kommen der Sache immer näher. Wir müssen uns nur heute ansteigen. Ja, lass uns die ganze Partywelt verbringen, immer wieder auf Zapdos hinzuzurennen. Nein, ich glaube, das wäre irgendwie dämlich, das ist dämlich. Ja, so wie komm. So wie du in deinem Silberstream immer wieder gegen Bianca. Ja, das ist voll die gute Idee gewesen. Okay, ja, bla bla, guten Morgen, flap flap, Pokémon kommt. Tralala, Klunk. Klunk, ja, genau, so sieht's aus, Mann. So sieht's aus. So, Post prüfen. Wir haben einen Post-Dingsbums erlesen. Ist etwas, wenn du hungrig bist, wirst, nein. Entschuldigung. Während du in einem Dungeon bist, wirst du immer hungriger, dein Magen leert sich. Wenn du ausgehungert bist, verlierst du KP, bist du kampfunfähig wirst, also ist regelmäßig. Nahrung kannst du im Kecleon-Laden kaufen, ja, nö. Ja, damit. So. Oh, Stehklamm klingt gut, da kann man bestimmt noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Glaube ich auch, was habe ich denn oh, unser erster Eskortionsjob. Was? Hier, bitte nimm mich mit, dann nehmen wir ein Pokémon mit, das ist Level 1, darauf müssen wir voll aufpassen, das müssen wir einem anderen Pokémon eskortieren. Die Jobs geben eigentlich ziemlich viel Belohnung und Punkte und so und Scheiß. Okay, dann würde ich trotzdem eben sagen, einmal hierhin kurz, warte, Kleinhain, Donnerhallhöhle, Stahlberg. Stahlberg war, glaube ich, auch eine dazwischen noch, die wir noch hatten, ne? Ich glaube nicht. Wir hatten Finsterforst, oder? Keine Ahnung. Okay. Jobliste. Ja doch, nee, Stahlberg, das ist jetzt die Finsterforst, Stillklamm. Dann machen wir jetzt vielleicht die beiden in der Stillklamm. Ja. Ausüben und ausüben. Ey, guck mal, unsere Itemtasche. Ist da noch irgendwas drin? Oder wurden uns die Pokémon hier die überfallen? Ja, Impulsivsamen. Gut, da brauchen wir nicht mal einen zu finden. So, sehr schön. Gut, okay. Dann gehen wir da mal rüber. Whey. Dein Mikro knistert, klappert. Ja, das Kabel war da so schwul dran, das hab ich mir gerade weggemacht. Extremst uncool, Mann. Dein Mikro und so. Dein Klient Mirapla. Mirapla. Ja, schließt sich deinem Team an und so. Yay! Mirapla ist eigentlich voll der Punk, oder? Hier voll der Iro und dann auch grüne Haare, also. Echt mal, voll cool, ja? irgendwie mag ich das Ding jetzt. Das ist der Green Day Fan. Nicht nur. Nein. Billy Talent ist schon auch drin. Oh, ein Teddy Ursa. So richtig, das wäre so cool, Mann. Ja, ein Teddy Ursa ist so süß und wird so stark. Der Ting haut richtig rein, Mann. Da ist ja noch eins. Hi.
Die Renault hätte erst das rum. Hinter uns war, glaube ich, gerade noch eins. Weapon war das auch eben um. Ja, hey, was geht? Ich glaube, Mira verkämpft so gut wie nicht. Kann das überhaupt attacken? Wollen wir, dass es kämpft? Ich meine, immerhin müssen wir es eskortieren. Nee, wir wollen nicht, dass es kämpft, aber falls mal der Notfall eintritt, da, ob es dann überhaupt angreifen würde. Ich bezweifle das jetzt mal eiskalt. Es ist mir ein... Ja! Wow! Geil! Das nehmen, wir auf jeden Fall ab jetzt mit und dann können wir das auch noch ein bisschen trainiert. Nehmen wir das mit zu Zapf, das kann uns bestimmt helfen irgendwie. Geben wir dem einen Kosennamen? Komm, ein Teddy Ursa, Kosennamen. Ein Teddy Ursa... Wie können wir das nennen? Ted. Oh, okay. Da muss ich nur ein paar Mal B drücken. Okay. Der ist jetzt Ted. Geile Idee. Eigentlich kannst du hier bei Dingens Mystery Dungeon kannst du das Geschlecht eigentlich selber bestimmen, indem du einfach ein Geschlechtszeichen dran machst. Auf welche Ebene müssen wir überhaupt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann eben gleich mal nachgucken. Moment. Oh mein Gott, es ist ein fucking Janma. Das wäre auch so mega geil. Ich liebe Janma, ne? Das ist unglaublich. Aber ich glaube, das können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Nee, ich glaube, das hat Teddy so eiskalt weggeraped. Erstens deswegen und andererseits, weil wir jetzt vier Leute mit uns rumschleppen, ne? Welches Level ist Teddy also eigentlich? Oder mal gucken, ob der irgendwelche useless Attacken hat, die er vielleicht einsetzen würde, falls wir das überhaupt schon einstellen können. Ich bin mir gerade nicht sicher. Natürlich Silberblick, Kratzer, also ich mach mal Silberblick weg. Welches Level ist das Vieh? Oh, warte. Nicht weh immer was. Ah, Level 10, Level 10. Oh, das ist gut, das ist so hoch wie du. Also, das wäre ja mal was, wenn wir ein Pokémon wirklich schaffen würden, hier rauszukriegen aus dem Dungeon, ohne dass es uns stirbt. Vor allem, weil das hier jetzt Ted ist und nicht, Pascal. Was war das noch da? Was ist noch eigentlich ein Pokémon gestorben? Nidoran. Ja, aber dem haben wir keinen Spitznamen gegeben. Nö, da oben ist noch ein Item. Item. Yay! Eine Siedelbeere, wow! Wir können sie aufnomsen. Hui! Es wäre echt mal cool, wenn wir vielleicht vor Zapdos noch ein paar Belebersamen oder sowas finden. Oh oh. Ziemlich nice, ja. Greif dich, Miraplan! Nein! Ernsthaft? Oh. Ey, Miraplan angegriffen, hast du gesehen? Ja, ich weiß. Und vor allem hat Teddy Ursa gut mit Steinen geworfen. Das finde ich cool, Mann. Wo willst du eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Wir waren doch schon weiter. Geh einfach weiter, ich komme noch rein. Weil ich finde, wenn wir Klienten dabei haben, ist es vielleicht nicht gerade so gut, in dem Dungeon rumzurennen, wo Hundustos und sowas rumlaufen. Ja, das stimmt. Schon so ein bisschen. Eine Zielebene erreicht. Ich gehe jetzt davon aus, ich muss jetzt irgendwen... ich habe wen gefunden. Hey. Das ist wahrscheinlich der Partner von Miroplau. Entweder das oder... Das Ding hast du geraped, Alter. Mal sehen. Ja, Fritzelblitz gefunden. Ja, dann geben wir dem mal das Dingsbums da. So, vielen Dank. Verlässt den Dungeon. So. Tschüss. Nö, nicht verlassen. Und jupp, wir gehen weiter. Oh mein Gott, ein Georgbrock. Hey, Knarf. Voll toll. Vier Geroxbrocks, genau. Geroxbrock. Oh mein Gott, und das noch war eins. Das Bulldogs. Oh nein, Mann, Erde. Wir haben voll die Geroxbrock-Sammlung hier. Voll geil, das finde ich so sinnlos, ehrlich gesagt, irgendwie. Tut mir noch leid. Mehr Geroxbrocks. Hey, wir können noch weniger sinnlosen Kram damit anfangen. Geil. Ich frage mich gerade, weil Teddy Ursa hält ja welche, ob der denn die automatisch dazu bekommt zu sein. Gute Frage. Das ist kein Blubber. Ja. Oh nein, ich hab geblubbert. Das Ding hat H2O absorber oder so ein Scheiß. Ja, das ist leicht nervig. Nein, jetzt lass das doch. Oh Mann! Ich würde sagen, du machst mal einen anderen Attack als Glut, oder? Wieso hab ich kein H2O absorber? Ich finde das unfair. Echt mal. Ich weiß gar nicht, was du irgendwie für Fähigkeiten hast. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich dieselben wie im Dingens. Wie jedes Anfangs-Pokémon. Sturzbach. Erhöht Wasserattacken in Not. Ja, irgendwie sowas. Das würde wahrscheinlich ziemlich viel Sinn ergeben. So. Nächste Ebene. Ich muss sagen, also diese Fähigkeit für den Anfangs-Pokémon, ich finde die eigentlich immer irgendwie lame. Also, ich fände es cool, wenn die andere hätten. Ted fand irgendwo ein Item. Das hat Mitnahme oder was? Wie geil ist das denn? Oh, geil. Das, wie im Spiel halt. Ich glaube, die Fähigkeiten stimmen generell überein. Ja, ist cool auf jeden Fall. Aber nahm irgendwo Dingsbums da mit. Wäre natürlich doch cool, wenn dabei stehen würde, was für ein Item. Ja, das sollte man irgendwie, keine Ahnung. Ja, irgendwo da sollte das stehen einfach, ne? Ja. Wäre schon ganz nett. So müssten wir mal gucken, was das letzte Item ist, was wir bekommen haben. Ich würde sagen, ich bin zu faul. Jetzt, so, direkt. Oh, vielleicht war es ein Belebersamen, das wäre echt gut, dann würde das hier echt als toller Teamgenosse auszeichnen.
Spätestens deswegen, spätestens weißt deswegen. Du, wenn du willst, dass der Gegner noch einen Schritt geht, aber du keinen Schritt mehr nach unten oder so gehen kannst, kannst du auch einfach A drücken, dann greifst du die Wand an. Die Wand angreifen, krasser Scheiße. So, Mirapla wurde erfolgreich eskortiert. Mirapla ist hocherfreut. Vielen Dank, Mirapla und Partner verlassen den Dungeon. Sollen wir vielleicht noch bis zum Ende vom Dungeon gehen und ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln? Würde ich auch vorschlagen, dann. Ich mein Ted ist stark genug, der stirbt nicht einfach so. Eben. Der haut rein, Mann. Ja, den gehen die Bong in die Hand und dann geht er ab. Den Bong in die Hand. Ja, yep, okay. Das ist voll das normale Teddy Ursa. Ja. Alter, du hast doch Ted gesehen, oder? Nein, hab ich nicht. Du hast dich Ted gesehen, ach du Scheiße. Nein. Ich hab nur den Anfang gesehen, aber das soll das Beste sein. Wett? Ich hab nur auch nur die erste Stunde gesehen, aber die soll die beste sein. Okay. Nee, ich weiß nicht, Freund von mir meinte, die muss den unbedingt nochmal mit mir sehen, aber irgendwie sind wir noch nie dazu gekommen, den irgendwie uns reinzuziehen, also keine Ahnung. Sollen wir nachdem wir hier durch sind und da Ted unser Teammitglied geworden ist, vielleicht mal hier beenden den Part oder? Würde ich sagen, ja. Wow, da sind wir mal einigermaßen in der Zeit. Woho, wir haben es geschafft. Unglaublich. Vielen Dank für das Beschaffen des Items Plosivsamen. Hier ist die Belohnung. Gelbgummi, wie versprochen. Hey. 10 Wetterpunkte. So, was kommt jetzt? Oh, jetzt Mirapla. Ah, vielen Dank für die Eskorte von Habitag. Hier ist die Belohnung. Schwarzgummi, wie versprochen. Alter, ernsthaft. Mir ist das nie aufgefallen, dass das Scheißding fucking nochmal aussieht wie ein Punk. Ehrlich, da hast du recht, verdammt nochmal. Ich meine, boah, hast du gesehen, 40 Retterteampunkte. Du hab ich. Wir haben heute gute Arbeit geleistet. Lass uns jetzt Feierabend machen. Wee. Muss ich jetzt eigentlich. Bis morgen dann. Muss ich jetzt eigentlich nach jeder Mission lesen? Ja, yep, das musst du. Okay. Nein, ich möchte nicht speichern. Und ja, ich würde jetzt aber sagen, wir beenden den Part hier und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich mein Headset wieder komplett von meinem Ohr haue. Bams. Entschuldigung. Gut. Okay. Bis dahin. Tschö. Macht's gut.